Drei Wochen später, am 14. September, ging es nach Diedenbergen zum Finale zur deutschen Speedway-Einzelmeisterschaft. Ja, es wird Zeit unserer Auswahl beginnen mit der Startnummer 1, mit dem Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr, Kapitän der Olsinger Mannschaft und ja, in Deutschland ein absoluter Superstar, Nummer 1, Martin Smolski. Ja, das sind natürlich noch einige Fans vom NSC Olsching hier mitgekommen. Er ist nicht der einzige vom NSC Olsching, denn Journalisten, vier Teilnehmer an der Zahl bei der deutschen Meisterschaft, die sich für die heutige Veranstaltung hier qualifiziert haben. Es geht weiter mit der Startnummer 2 seit vielen Jahren aus den Schülerklassen heraufgekommen und mittlerweile sehr erfolgreich in diesem Jahr deutscher Juniormeister 2008, die Nummer 2, Max Zilger. Lauf Nummer 1 war eine klare Sache für den Titelverteidiger Martin Smolinski hier im roten Helmüberzug. Er übernahm gleich die Führung und gewann vor Max Dilger und Kevin Wölber. Das war für den Smolli ein guter Auftakt, dachten alle. In diesem ersten Lauf fuhr er die schnellste Zeit des Tages. 83,66 km/h über vier Runden. Den zweiten Lauf gewann Tobias Busch vor Steffen Mell und Erik Pudel. Frank Facher am Start zum vierten Lauf, den aber Richard Speiser gewann. Frank Facher wurde nur Dritter. Start zum fünften Lauf. Richard Speiser setzte sich vor Martin Smolinski an die Spitze und gewann diesen Lauf. Smolinski wurde Zweiter, Tobias Busch war Dritter. Den vierten Platz belegte Hans-Jörg Müller. Ein aufgeregter Speiser-Fan in der Zielkurve. Denn nach dem zweiten Durchgang führte Richard Speiser mit 6 Punkten. Martin Smolinski hatte 5 Punkte. Und jetzt wurde es spannend. Die Rennen wurden immer härter. So auch Lauf Nr. 18. Frankie Fach übernahm die Führung. Max Dilger und Hans-Jörg Müller kommen sich zu nah und stürzten spektakulär. Lauf abgebrochen. Ja, leider haben sich da unsere beiden Kampfhähne verhakt. Am Kurveneingang Hans-Jörg Müller und Max Dilger. Beide mussten von der Maschine. Auch im 20. und letzten Lauf gab es einen schweren Sturz. Thomas Stange und Tobias Busch stürzten. Es sah schlimm aus. Drei Fahrer hatten am Ende je 12 Punkte. Wölbert, Speiser und Smolinski, der hier vor dem Stechen nochmal die Bahnverhältnisse überprüfte. Dann wurde es nochmal so richtig spannend. Smolinski und Wölber lieferten sich ein hartes Rennen. Doch Kevin Wölbert hatte anscheinend den besseren Motor. Smolles Motor fing schon an zu rauchen. Die Bilder sprechen für sich. Und Richie Speiser. Und der Martin, der kämpft. Wir kennen ihn ja als Kämpfer. Ein heißes Duell um den deutschen Meistertitel. Wölbert vor Smolinski und dann Speiser. Das ist alles noch ganz knapp. Kevin Wölbert außen, Martin Smolinski innen, Richie Speiser. Der Martin Smolinski.
Noch eine halbe Runde. Und Kevin Wölbert wird zum ersten Mal deutscher Spielmeister 2008. Vizemeister Martin Smolinski. Und der Drittplatzierte heißt Richard Speiser. Zum Saisonabschluss ging es dann noch einmal nach Olching, wo am 12. Oktober das zur Tradition gewordene Rennen um das goldene Band der Schlossbrauerei Maxlrein ausgetragen wurde. Zu unfairen Mitteln griff der Ungar Mogoschi gegen Frank Facher, wie hier die Bilder zeigen. Mogoschi wurde wegen Unsportlichkeit disqualifiziert und Frank Facher gewann vor Schulz und dem Österreicher Nowotny. Siegerehrung. Erster Platz Frank Facher, zweiter Martin Smolinski, dritter Manuel Hautzinger. Und stolz präsentierte sich der Sieger den Fotografen in seiner Box. Oma Smolinski. Auch mit 87 Jahren versäumt sie kein Rennen ihres Enkels Martin in Olching.